herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Der sich natürlich mal schon wieder vor seiner Arbeit drücken wollte, es nun aber doch tut. Nicht wahr? Nö. Ah, was habe ich gesagt, was du tun kannst? Spritzen. Ah, und vorher? Danach? Spritzen. Ja, jetzt plötzlich. Ich habe gerade gemeint, oh, er kann ja den Mist hochbringen zum Gewächshaus. Och nee, ich spritz lieber. Und letztes Folge hat er so rumgepfienst, dass er nicht unbedingt nicht Dings spritzen möchte. Herbizide. Sucht sich immer nur die Rosinen raus hier. Klar, Standard. Und vor allem lässt er dann alles hier stehen. Hä? Ja, der Gator. Wow. Hä? Wo stand der denn? Ja, der steht oben da bei der Kalkproduktion. Bei der Düngerproduktion. Ja, warte mal, vielleicht. Warum hast du den nicht aufgeräumt? Du hast den da gefahren. Es ist doch unglaublich. Hätte ja funktionieren können. Ja, nee, hast du recht. Damit funktioniert nichts. Ja, aber das liegt an deinem Internet. Ups. In deinem Internet. So, ich schaufel mal wieder Kalk, Mist, weil der Tigerfarm keinen Bock hat. Da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal ein Autoload Dingens hinstellen. Nee. Doch. Nee. Dann wirst du zukünftig Mist verladen. Nee. Doch. Nee. Manchmal hat das so, ich weiß nicht. Na. Komische Verhaltensweisen. Na. Bin ich kurz davor, die Klapse anzurufen. Mach doch. Weißt eh nicht, wo ich wohne. Doch. Ungefähr. Ja, wo denn? Wo denn? Das sage ich jetzt hier nicht. Ja, sonst kommen alle Fans zu mir, ne? Jupp. So, was habe ich gesagt? Mist, genau. Mist machen wir hier rein und hoch. Und dann die Milch kann ich noch runter machen. Zum Dings da. So. Hoch, runter, gerade links, rechts, gerade Käseproduktion. Aus. Nee. Ruhig auf den billigen Plätzen. Nee. Der drückt sich immer vor der Arbeit und dann meint er, er könnte eine große Klappe haben. Ich habe keine große Klappe, ich habe einen kleinen Mund. Naja. So. Naja. Was machst du denn gerade? Spritzen. Ah. Endlich arbeitet er mal was. Guck mal unseren Hofnamen an. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, ey? Siehst du, genau das meine ich. Als ob der was arbeitet. Ich putze doch. Gleich wieder ein Fässchen Wasser mit hoch. Dann ist Tutti. Doch. Können Sie mal diese Perversitäten lassen? Was für Perversitäten? Pervers ist alles Mögliche, was unnormal ist. Wow. Hast du gerade bei Google rausgesucht? Nee, sowas muss man ab einem gewissen Alter nicht mehr googeln. Doch. Du vielleicht, ich nicht. Doch. Nee. Viele im Internet googeln sowas.
Ja, bin ich viele? Ja. Nö. Doch. Nö. Doch. Alter, Kündigung? Nee. Also. Ich will nicht mit Basics enden. So, was haben wir in der Nacht gekriegt? 28.000, gell? Keine Ahnung. Ich meine, das ist 28.000. Dann. Ich guck nicht auf sowas. Aber vom Gewächshaus kriegt man ja jede Stunde Geld. Ja. Ist so doof, dass es nicht angezeigt wird. Also es ist, erscheint dann einfach, aber ohne Schrift. Glaube ich. Ohne Schrift? Weißt du, was ich meine? Ja. Was müssen wir noch alles machen heute? Pinkeln. Ups. So, jetzt mache ich die GUI wieder an. Gleich was hat? 300 drin. Es ist auch eine GUI, weil sonst hättest du nicht reagiert. Zack, voll geflasht. Hä? Wieso soll ich denn nicht reagieren? Hä, was? Hä? Man versteht dich manchmal echt nicht. Lieber manchmal wie gar nicht. Nicht wahr? Stimmt, ich verstehe dich gar nicht. So, 800. Ich guck mal, dass ich bei allen Gewächshäusern Minimum 800 drin habe. 800.000, ja. Unrealistisch hoch 20. Nee, hoch 50. Alter. Aber sonst geht's noch, oder? Gesundheit. Warte, da kommt noch einer. Ja, dann putzen auf. Oder mute dich, verdammt. Also ich würde mich ja muten, aber manche können sind dem wohl nicht fähig. Doch klar bin ich fähig, mich zu muten. Aber wenn ich nie sein Feuer hab. Der On hat es genug Zeit. Nee. Warte, da kommt noch einer. In der Zeit kann man sich muten. Nee. Ja, Mann schon. Tiger halt nicht. Alter, jetzt bin ich hier rausgeschoben worden. Nicht pfeifen, bitte. Ja, ich bin aber eine Pfeife. Kannst auch abtanzen. Nee. Doch. Nee. Wieso kann ich denn auf einmal jetzt verlenken? Hm? Intelligenz fehlt? Bei dir ja, aber sonst. Oh. Sind wir ja fast schon auf der Hate-Kommentar-Niveau. Wieso geht denn A nicht? Oder D? Zu nass geworden beim Niesen. Was ist da falsch?
Kein Kommentar. Ich fahre mit der Wendeschaltung, wenn ich es fahre, auch rückwärts. Ja. Ich habe doch I gedrückt, warum geht das nicht jetzt? Du. Egal, was der für Probleme hat, das checkt sowieso keiner. Jetzt. Was du für Probleme hast. So, warte, aber jetzt mal sachlich. Was machst du gerade? Du bist noch beim Pflanzenschutz. Wir müssen ja hier irgendwie auch produktiv sein, auch wenn du dabei bist. Bin ich. Der hat ein Feld Pflanzen gedüngt und wenn ich mir das anschaue. Alter. Nee, mach's doch selber. Ja, mach's doch selber. Was war das denn? Was war das? Ja, nicht nur du kannst blöde Geräusche machen. Was mache ich denn für komische Geräusche? So, ich geh mal gucken, ich brauche noch ein bisschen Wasser. Okay, keine Antwort auf meine Frage, ist auch okay. Muss mich konzentrieren. Ah, ja. Yeah. Auf einmal. So. Was du für blöde Sachen machst, ey, wenn ich damit anfange, sind wir in 5 Folgen noch nicht fertig. Na klar. Ja, aber gerade so am Ende vielleicht. Und wenn ich eine Stunde Folgen mache. Nee, alles gut. So, ich guck mal gerade, dass ich hier noch ein bisschen Wasser organisiere. Einfach nur keinen Kommentar. Warum redest du denn? So. Ich finde ihn alle lustig. Ich nicht. Jeder lacht. Warum lachst du über dich selbst? Es ist ironisch! Was ist mit einer Ironie? Kann man die essen? Ja, dich kann man essen. Echt? Voll krass. Ja, krass, ne? Gras kann man auch essen. Ja, kann man auch. Muss man aber nicht. Aber du wirst es nicht schaffen mit deinem IQ. Mit meinem was? Mit deinem IQ. Manchmal ist das, was du sagst, so ohne Sinn und Verstand. Ich weiß auch nicht. Klar ist es mit Sinn. Ja? Für wen? Für dich. Nee, eben nicht. Na klar. Schade, komme ich nicht ran. Bin schon beim zweiten Feld. Ja, ich bin stolz auf dich. Das ist so was. Fall jetzt gleich noch ein Fässchen Wasser nach oben und dann ist auch gut. Hast du eigentlich jetzt schon mal den Hochnamen angeguckt? Nö. Musst du mal gucken. Kein Bock, mich künstlich aufzuregen. Ja, klar. War ja logisch. Was war logisch? Weiß auch nicht. Ja, stimmt. Du bist gar nicht logisch. Bei dir existiert keine Logik. Und nein, ich möchte keine Kündigung. Und wenn, dann muss ich dir erst unterschreiben. Nee. Ist fristlos. Trotzdem muss ich das unterschreiben. Fristlos kann ich dich rausschmeißen, ohne dass du irgendwas machen kannst. Du kannst auch unterschreiben, interessiert mich dann nicht. Weil dagegen vorgehen kann man ja nicht. Na klar. Nee. Du kannst vors Arbeitsgericht gehen, aber ob du dann gewinnst. Also eine Fristlose, wenn dein Chef dir eine fristlose Kündigung gibt und du dann vorm Arbeitsgericht gewinnst, dann hat der Chef Blödsinn gemacht. Weil dann hat er nicht richtig nachgedacht. Ja, weil du mich ohne Grund rausschmeißen möchtest. Durch dein Verhalten verliere ich Geld, ey. Du bist berufsschädigend. Warum? Wovon kann geschäftsschädigend. Wovon du stehst die ganze Zeit rum, arbeitest nicht. Ich stehe überhaupt nicht rum. Ja klar. Ich guck auf die Karte, auf Feld 2. Ja, du sitzt blöd rum, okay.
Nee, ich arbeite. Stehst du etwa im Traktor? Nee. Ja, also sitzt du blöd rum. Nee, ich hocke im Traktor. Ja, dann hockst du halt blöd rum. Wo habe ich ja nichts, wo habe ich ja nicht gesagt? Nee, also man muss ernsthaft jetzt hier mal ernst hier, der T-Shirt, der hat schon in der letzten Folgen so mal richtig Aktivität gezeigt, ja, so ist er mal nicht. Ups. Komme ich da noch vorbei? Nee. Also das kenne ich schon, habe ich schon anders von ihm kennengelernt, ja. Von dem her. Min Respekt hat er. Ah, auf einmal. Ja, ich sag doch hier gerade Real Talk. Ah. Nee, in den letzten Folgen gab es selten Situationen, wo du blöd rumgestanden bist. Oder wo du untätig in der Gegend gehockt bist. Das ist richtig. Das hat sich schon ein bisschen verbessert. Aber nur so 2-3%. Wow. Das ist einfach nur wow. Direkt von Freundlichkeit wieder in, ich mach mal Jan auf Macho. Auf Macho? Ja, auf klar. Arschloch, wenn überhaupt. Ja. Nee, auf Macho. So, Freunde, aber an dieser Stelle machen wir auch wieder ein bisschen Pause. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar. Kommentar da. Oder alles. Tiger ist nämlich beleidigt. Und da war ein Fass. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder bei der nächsten Folge. Hofbergmann, haut rein, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.